Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Klangabend. Wir wollen uns heute dem Thema der Sterbebegleitung widmen und wie wir Klangschalen und die PTHS-Klangmethoden in dem Bereich unterstützend einsetzen und anbieten können. Das Thema Sterben und Tod betrifft uns ja alle früher oder später und so freue ich mich sehr, jetzt Daniela Abel und die Anne-Rose Renken hier begrüßen zu dürfen. Hallo, ihr zwei. Hallo, guten Abend. Liebe Hallo zusammen. Daniela, liebe Anne-Rose, mögt ihr euch vielleicht kurz selber vorstellen und unseren Teilnehmern erzählen, wie ihr zu diesem Thema gekommen seid? Ich habe es anfangs schon gesagt, es ist ja eigentlich ein Thema, das in unserer Gesellschaft oft tabuisiert wird, wo man sich nicht so gern ranwagt. Wie seid ihr dazu gekommen, Anne-Rose? Ja, hallo, danke, Christina. Hallo, Daniela. Hallo alle anderen, die mit dabei sind und zugucken. Ich bin 43 Jahre alt, komme aus einer Großfamilie und auch von einem Bauernhof. Wir hatten meine Großeltern, Tanten, Geschwister, teilweise bis zu 15 Personen am Tisch sitzen. Und im Laufe der Jahre sind schon viele Menschen gestorben und wir sind in unseren Ritualen ganz zauberhaft, wie ich finde, dass wir unsere Verstorbenen zu Hause aufbahren, unsere Rituale durchführen und sie dann aussegnen und verabschieden. Und es mag skurril wirken und ich finde es einfach wunderschön. Das ist ein großer Zusammenhalt, alle sind dabei, wir singen zusammen, wir lachen zusammen, wir weinen zusammen, erzählen uns Geschichten und dann können wir unsere Toten gehen lassen. Und das finde ich einfach so grandios, dass ich mich damit weiter beschäftigen wollte, in die Krankenpflege gegangen bin, da erstmal Ausbildung gemacht habe und selber auch in einem langwierigen Trauerprozess gewesen bin, der mehrere Jahre gedauert hat. Und auch das hat mich dann weiter bewogen, Mensch, weiter gucken. Sterben, Trauer, Loslassen, das gehört alles zusammen und das kumuliert jetzt in meiner aktuellen Arbeit. Ich bin hauptamtlich tätig im Hospiz und pflege und betreue dort sterbende Menschen und ihre Angehörigen. Und seit 2015 darf ich den Klang dort anbieten, den ich sowohl meinen Gästen als auch ihren Angehörigen dann anbiete und dann kann das sehr schön sein. Ja, wunderbar, vielen Dank. Haben wir gleich ganz viele Praxistipps auch bekommen, wie wichtig Rituale sind, wie wichtig es ist, Angehörige mit einzubeziehen, dass das immer ein Thema ist, das letztendlich auch Lebensbegleitung bedeutet, weil ja Sterben auch nicht von jetzt auf gleich passiert, sondern manchmal auch ein Prozess von vielen Jahren sein kann. Ja, das ist richtig. Ja, vielen Dank, Anne-Rose. Daniela, wie war das bei dir? Du bist ja vor allem im häuslichen Kontext unterwegs, ehrenamtlich im Hospiz und als Freiberuflerin in verschiedenen Einrichtungen. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Genau. Hallo erstmal zusammen. Ja, bei mir waren es auch letztendlich persönliche Erfahrungen und persönliche Themen. Ich habe schon früh mich mit dem Tod auseinandersetzen müssen, weil wir es in der Familie ja teilweise auch jetzt durch Unfalltod einfach heftig erfahren haben. Und was ich da dann, was da so speziell war, dass ich festgestellt habe, dass viele Leute dann Angst davor haben, uns zu begegnen. Also viele Leute haben Angst, damit umzugehen. Auch jemanden zu begegnen, der gerade trauert. Und jemanden zu, ja, in dem Moment, man braucht ja eigentlich gerade Zuwendung und die Leute wenden sich ab, weil sie Angst haben, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. So, das war der Anfang, dass ich mich einfach intensiver mit dem Thema befasst habe. Das geht seit vielen Jahren schon. Es sind immer einfach persönliche Dinge. Und dann war es letztendlich, wir hatten meine Schwiegermutter hier in der häuslichen Pflege bei uns hier und ich bin vom Hospiz oder wir sind vom Hospiz, vom ambulanten Hospizdienst betreut worden. Und das war für mich
der Anlass. Es hat uns damals total gut geholfen. Wir haben eine super Unterstützung erfahren und das hat mich dazu bewogen, ich möchte gerne irgendwas zurückgeben und habe dann die Ausbildung gemacht beim Hospizdienst und bin eben jetzt seit 3 Jahren fürs Hospiz ehrenamtlich tätig. Genau. Sehr spannend. Da bringt er uns, glaube ich, sehr, sehr viel aus der Praxis mit, worauf wir jetzt dann gleich eingehen werden. Bevor wir aber starten, noch ein paar Tipps für euch, die ihr dabei seid. Ich möchte euch einladen, in den Chat zu schreiben, wenn es Fragen gibt, wenn ihr Erfahrungen habt. Ich nehme an, einige von euch sind bereits selber in dem Bereich tätig oder interessieren sich dafür oder sind auch im Moment betroffen von Trauer und Tod. Dann schreibt uns gerne in den Chat. Wir versuchen das auch in den Gesprächen hier am Klangabend und am Anschluss immer wieder aufzugreifen, sodass wir hier wirklich in ein Miteinander eintauchen können. Genau. Genau, ich bitte jetzt um eine Sekunde, weil mein Drucker hier ständig irgendwelche Geräusche macht und ich schalte ihn mal eben aus. Ich bin sofort wieder bei euch. So, das entspannt mich jetzt. Ja, ihr Lieben. Wenn wir in dieses Thema einsteigen, wie ist es denn bei euch? Wie kommt ihr zu den Klienten oder zu den Gästen im Hospiz? Wie kommt da der Kontakt eigentlich zustande? Anne-Rose, magst du vielleicht erzählen, wie das im Hospiz so der Fall ist? Ja, also ich als Pflegekraft bin natürlich sehr eng an meinen Gästen dran. Und ich habe die Möglichkeit der Extrazeit bekommen, dass ich mich stundenweise tatsächlich nur um den Klang und meine Gäste kümmern kann, wo ich dann nicht in der Pflege tätig bin, was einfach eine immense Erleichterung ist, weil ich kann mich nur auf eine Sache zurzeit konzentrieren. In der Pflege ist es auch so, dass ich zwischen 4 bis 6 Gäste pro Schicht zu betreuen habe und da ist es schwierig, sich dann mal eben 20, 30 Minuten rauszuziehen mit Aufbau, Abbau, auch eine Stunde. Das kann ich den Kollegen auch nicht zumuten. Dementsprechend habe ich extra Zeit, die ich dann dafür nutze. Da schaue ich mir meine Gäste an. Wie ist deren aktueller Zustand? Wie offen sind sie auch für diese Angebote? Ganz viele sagen auch, oh nee, mit Klang kann ich überhaupt nichts anfangen. Dann biete ich wenigstens kleine Hand- oder Fußmassagen an und habe dann wenigstens eine Schale dabei, die ich dann mit Antöne einfach so als Hintergrund dann laufen lassen. Und dann kommt doch eher mal die Neugier, oh, was ist denn das? Wie machst du das? Und dann ja, biete ich das an, entweder als Klangbett oder eben als aufstellende Klangmassage, je nachdem, wie der Mensch das aushalten kann. Ich persönlich biete das auch immer nur als Angebot an. Du, wie steht's denn? Brauchst du mal eine Ruhepause? Ich würde dir eine Stunde Ruhe schenken, den Körper zur Ruhe bringen, das Gedankenkreisen, was oftmals vorliegt, zur Ruhe bringen, die Seele befrieden, wenn es denn möglich ist. Also ich kann es nur als Angebot stellen. Es ist nie eine komplette Lösung, die ich anbiete, sondern nur, das könnte ich erreichen, wenn du dafür offen bist. Und am Ende ist es immer der Empfänger, die Empfängerin, die ja mit dem Klangangebot macht, was sie und sich das nimmt, was sie am meisten braucht. Also ganz wichtig, das hast du ja auch im Vorfeld unseres Gespräches gesagt, wie wichtig es sich ist, sich als die Person, die den Klang anbietet, wirklich zurückzunehmen und gut zu gucken, was ist wirklich das Anliegen meines Gegenübers, nicht für den anderen einen Wunsch zu haben, sondern wirklich da ganz achtsam zu sein und auch zu respektieren, wenn es Grenzen gibt und wenn jemand sagt, nee, das möchte ich jetzt nicht. Und auch, das passiert immer wieder, ich bin verabredet mit jemandem und komme ins Zimmer und derjenige guckt mich an und sagt, du, sei mir nicht böse, nee, es geht nicht. Ja, also auch das muss ich dann akzeptieren, weil dann geht es einfach nicht. Es darf einfach alles sein.
Ja, Daniela, wie ist es bei dir? Wie kommst du in Kontakt mit den Klienten und Gästen? Ja, bei mir, ich bekomme zum einen über das Hospiz, das, also über den Hospizdienst, dann die Kontakte, dass ich dann die Gäste besuche. Und viele mittlerweile ist es halt auch bekannt, dass ich das mache. Und ich werde teilweise einfach auch gebucht. Also über die beiden Wege. Das eine ist das Ehrenamt und das andere ist, wer jetzt das schon kennt und sagt, Mensch, das ist toll oder ich möchte für meinen Partner oder meinem Partner was Gutes tun und dann werde ich gebucht. Genau. Und es sind ganz unterschiedliche Anliegen. Also ich sag mal, manchmal ist es ja so, dieses oftmals haben die Gäste ja so eine Unruhe zum Beispiel. Ne? Dann so zu einer Entspannung, also die Leute einfach wirklich ein bisschen in eine Entspannung zu bringen. Oder was ich auch erlebe, wenn ich in Einrichtungen komme, dass ich es zusammen mache in Co. mit Therapeuten. So eine Behandlung, eine Therapiesitzung kann ganz anders abgehen, wenn der Patient in dem Fall dann vorher entspannt ist oder einfach ein Stückchen loslassen kann und nicht so angespannt ist. Es gibt Menschen, die den ganzen Tag 24 Stunden, 365 Tage im Jahr liegen. Die müssen gelagert werden, jede Bewegung muss gemacht werden, weil sie es vielleicht selber nicht können. Und da ist dann oftmals, da bietet der Klang einfach eine total gute Möglichkeit, dass die Leute so ein Stückchen loslassen und die Therapie viel leichter gehen kann. Also dieses Verkrampfen oder diese Kontrakturen, die ganz viele haben, es lockert sich so leicht. Also das sind natürlich ganz kleine Sachen. Und ich darf auch nicht denken, so wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, so muss jetzt hier, dass ich da Wunder erwarten kann. Und was ich gelernt habe, ich war eine ganze Weile in einer Einrichtung für Menschen mit Wachkoma-Patienten. Und so, dass immer, dass auch das Wiederholen, immer wieder, auch wenn ich so, manchmal denke mal so, ach, ich mache immer das Gleiche, ich muss jetzt mal was anderes machen, ne? Das ist ja sonst langweilig. Nein, also dieses immer wiederholen ist dann so wertvoll, weil dann irgendwann merkt man so kleine Anzeichen von, ach, guck mal, da tut sich was, ne? Oder bekommt was mit. Also das ist so. Das ist ja auch was Wichtiges, was wir in der Klangmassage-Ausbildung lernen, dass die Wiederholung auch Sicherheit gibt. Ne? Dass ich auch geistig dann gedanklich loslassen kann, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss aufpassen, was passiert jetzt da und das mich vielleicht auch anstrengt, sondern dass es eben gerade dann in der Wiederholung, je nach Kontext, auch besonders hilfreich sein kann, dass das eben immer das Gleiche ist. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich sag mal, viele Menschen, die jetzt auch zu Hause mag es anders sein. Also zu Hause hat man so die Leute um sich rum, auch wenn Pflegepersonal da ist, ist immer dasselbe. Aber wenn ich in eine Einrichtung gehe, sind immer wieder andere Leute da. Ständig kommt irgendwas Neues. Und dann, das ist ja auch Stress. Also für Patienten, sei es in der Klinik oder sei es auch in Pflegeeinrichtungen, ist schon manchmal ganz schön was los, ne? Ja. So. Und dann ist es schön, wenn man da so Momente schenken kann, die ja Momente Auszeit und den Fokus verlagern. Das ist auch immer so eine wichtige Geschichte. Den Fokus weg von, also für diejenigen, die mit ihrem Geist klar sind, die wissen, was los ist, vielleicht, die krank sind. Und dann das Gedankenkreisen mal aus den Gedankenkreisen mal rauskommen. Ganz wertvoll. Und so, da gibt es ja nun viele schöne Klangübungen. Also ich sag mal, in der Ausbildung, es gibt so viele Ideen, was man anwenden kann. Und es sind manchmal nur so kleine Sachen, die ich dann mache. Nicht jetzt mit dem Ziel, ich bin da jetzt, muss da jetzt 20, 25 Minuten, eine halbe Stunde was machen,
Manchmal sind es 5 Minuten, die sind aber so viel Gold wert. Ne? Ja, und ihr habt uns da auch heute zwei, wie ich finde, sehr schöne Videos mitgebracht, die einen ganz tollen Einblick geben, wie so eine Praxis ausschauen kann. Daniela, du hast es ja für uns vorbereitet und als erstes wollen wir uns ein Video anschauen, in dem du ein Klangangebot im Sitzen gibst. Ist das etwas, was du relativ häufig magst, dass du sagst, du bietest was an, wo die Menschen sitzen können? Ja, ich muss ja die Gegebenheiten nehmen, wie sie sind. Also ich kann ja nicht erwarten, wenn ich jetzt mit meinen Klangschalen komme, sei es, wenn ich in eine Einrichtung komme, dass dann Pflegepersonal oder so jemand kommt und da hilft beim Umlagern oder Umbetten, weil ich jetzt meine, der muss jetzt liegen. Ja, also das geht ja nicht. Also von daher nehme ich die Gegebenheiten so, wie sie sind. Und oftmals sitzen die Leute im Rollstuhl, manchmal auch im Pflegerollstuhl, im Pflegebett. Also es ist total unterschiedlich. Und dann muss ich einfach so gucken, was finde ich heute vor. Das ist auch jedes Mal anders. Ich gucke, was finde ich heute vor und dann mache ich da was draus. Ja, super. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. Der Janni spielt uns jetzt das Video ein und nachher wollen wir dann einfach da näher drauf eingehen, was du uns da gezeigt hast. Ich habe euch in einem Video ein paar kurze kleine Ideen mitgebracht, wie ihr den Klang bei euren Gästen anwenden könnt, die im Stuhl oder im Rollstuhl sitzen. Ich konnte meine Klangkollegin Sabine gewinnen, für mich Modell zu sitzen. Das hat sie auch ganz gerne gemacht. Ich nehme gerne ein paar Hilfsmittel mit, wenn ich zu Gästen gehe. Das ist zum einen ein Saugheber, ein Urvertrauentuch, um eventuell nackte Haut zu bedecken, also Arme oder Beine. Und dann nehme ich mir noch 2 Kissen mit, die ich mir selbst gemacht habe, ein 80x40 Kissen mit Styroporkügelchen gefüllt und ein 80x80 Kissen mit auch mit Styroporkugeln gefüllt. Das seht ihr dann aber auch gleich im Video. Genau. Ich habe mir hier ein Kissen vorbereitet, ein kleines 80x40 Kissen mit Styroporkugeln gefüllt und darauf positioniert sie ihre Hände und so bekommen ihre Hände, ihre Unterarme, auch ihre Oberschenkel über die Kügelchen, die Schwingung der Klangschale zu spüren. Das gleiche Kissen, die gleiche Art Kissen habe ich auch noch mal unter den Füßen platziert, so dass sie die Schwingungen über die Fußsohlen spüren kann. Da habe ich die Beckenschale. Beckenschale für die Fußsohle, die Universalschale für die Hände. Das Kissen ist insofern schön, auch wenn es Kontrakturen hat oder man die Finger nicht so gut bewegen kann und die Schale in die Hand nehmen kann. Es ist eine schöne Möglichkeit, was Gutes zu tun. Hier bin ich jetzt mit der Universalschale hinter der Sabine und biete eine Entspannung an für den Rücken oder für den Nacken-Schulterbereich.
dann ist es auch eine Möglichkeit, mit der Universalschale oder einer Schale, die gerade gewünscht ist, um meinen Gast herumzugehen und ihn einzuhüllen in Klang. Hier habe ich jetzt einen Saugheber in der Universalschale, um ihn gut festhalten zu können, und habe um die Schultern ein Tuch gelegt, damit die Arme bedeckt sind. Dann positioniere ich die Universalschale erst am Rücken, so in der Mitte des Rückens oder da, wo es von der Lehne her eben geht. Dann fahre ich entlang des Schulterblattes, rechten Schulterblattes, über die Schulter, den Oberarm, den Unterarm, bis vor zu den Händen, und über die Handflächen hinaus. Dann möchte ich natürlich das Gleiche noch machen auf dem linken Schulterblatt. Ich positioniere die Universalschale wieder in der Mitte des Rückens. Schlägel 2 bis 3 Mal die Universalschale an. Und fange dann an, die Schale zu bewegen über das linke Schulterblatt, die linke Schulter, dann über den Oberarm, den Unterarm, und dann auch wieder über die Handflächen oder das, was eben an Positionen von Händen da ist, darüber hinaus. Jetzt habe ich ein bisschen umgebaut, habe das Tuch über die Beine gelegt. Nehme wieder die Universalschale und gehe hier jetzt auf den Bauch. Und schlägel die Universalschale auf den Bauch an, bevor ich dann mit der Universalschale mir einen Weg über die Beine, die Oberschenkel, die Kniescheibe lasse ich aus, und dann über die Unterschenkel,
und dann über den Spann wieder hinaus. Ich beginne wieder in der Mitte des Bauches. Gehe ich mit der Universalschale über das linke Bein, den linken Oberschenkel, das Knie lasse ich wieder aus. Fahre mit der Universalschale so über das Bein und auch über den Fußspann, den linken, und lass es auslaufen. Zum Abschluss kann ich die Schale auch noch mal auf das Kissen stellen und so können die Fußsohlen die Schwingung der Klangschale nochmal über das Kissen erfahren, also über die Kügelchen, die die Schwingungen weiterleiten. Ja, Daniela, vielen, vielen Dank für diesen tollen Praxiseinblick. Das ist einfach echt so genial, jetzt hier bei den Klangabenden auch wirklich sehen zu können, wie du ganz praktisch arbeitest. Also auch hier im Chat die Rückmeldung. Dann nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, dass du das so toll für uns hier vorbereitet hast. Daniela, wir haben hier jetzt in dem Video, finde ich, sehr schön gezeigt, wie du verschiedene Elemente aus der Klangmassage Ausbildung hier einfach kombinierst und damit wahrscheinlich eine optimale Möglichkeit hast, je nach Bedürfnis einerseits und je nach zeitlichen Gegebenheiten ganz unterschiedliche Angebote zu machen, oder? Genau. Also ich nehme mir oftmals wirklich kleine Sequenzen aus, die eben aus der Ausbildung sind, und wandle die eben ab und passe sie so an, dass es eben passt. Also nehme es, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich nehme die Gegebenheiten, wie sie sind, und gucke dann, welches Angebot passt da jetzt am besten, was geht da am besten. Mhm. Manchmal ist man räumlich eingegrenzt, wenn ich viel Platz habe, dann habe ich natürlich auch, dann kann ich auch die Schalen drumherum stellen oder so. Also es gibt ja, also ich denke, es haben viele, die hier sind, haben die komplette Ausbildung und wissen da, aus welchem Schatz wir da, aus welchem Schatzkästchen wir da greifen können. Ja, du kannst natürlich hier aus dem Vollen schöpfen. Du bist ja auch selber Ausbilderin für die PTHS-Klangmassage und die Wellness-Klangmassagen und hast da einfach, glaube ich, das Repertoire ganz selbstverständlich zur Verfügung. Das zeigt halt einfach auch nochmal, dass es wirklich auch Übung braucht, um diese ganzen Elemente wirklich dann intuitiv so einsetzen zu können, wie es mein Gegenüber braucht. Anne-Rose, das wird wahrscheinlich bei dir ähnlich sein. Ja, ich bin ja seit 2015 im Klang unterwegs, habe diverse Seminare besucht und aus jedem Seminar habe ich mir irgendwas mitgenommen und integriere das dann einfach bei mir in die Qualitätszeit, die ich meinen Gästen anbiete. Und das ist auch, das finde ich so großartig, je mehr ich Seminare besuche, je mehr ich lerne, desto einfacher kann ich das dann auch switchen und, wie Daniela sagt, eben auch den Gegebenheiten anpassen. Ne? Mhm. Ich habe viele Gäste, die können zum Beispiel eine Beckenschale gar nicht auf dem Bauch ertragen. Es geht gar nicht. Mhm. Und dann muss ich anders arbeiten. Und das wird in den verschiedensten Seminaren ja durchaus besprochen, und dann ist es aber auch an mir zu improvisieren und wie kriege ich es denn anders hin und trotzdem schön.
Und, gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass man wirklich nur das anbietet, wo man sich sicher fühlt, sodass man selber auch diese Ruhe ausstrahlen kann, die man ja dem Gegenüber sozusagen auch vermitteln will über die Klänge und das Angebot. Ja, da kann ich dir nur zustimmen, Christina. Es ist aber auch eine Haltungsfrage, ne? Wenn ich mit meiner Haltung reingehe, ich biete das an, was ich kann und mehr nicht, reicht es auch. Das hat auch mit den Peter-Hess-Prinzipien zu tun. Achtsamkeit. Achtsamkeit meinem Gegenüber, aber auch Achtsamkeit bei mir. Ich überfordere mich nicht. Ich kann vieles und ich gucke nach der Situation, ich gucke nach den Gegebenheiten bei meinem Gegenüber und arbeite mit dem, was gerade dran ist. Und das geht nur, wenn ich achtsam genug bin mit mir und meinem Gegenüber. Mhm. Ja. Ja, es gab hier im Chat auch einige Fragen, weil Daniela, wir haben hier sehr schön gesehen, dass du auch verschiedene Hilfsmittel nutzt. Gerade in dem Bereich ist das wahrscheinlich auch besonders wichtig, weil Anne-Rose, du hast gerade gesagt, die Klienten haben manchmal sehr besondere Bedürfnisse, wo klassische Elemente gar nicht so ohne weiteres angewendet werden können. Wir haben hier zum Beispiel den Saugheber gesehen. Vielleicht mag uns der Janni da mal ganz kurz die Folie 1.2 einblenden. Da sehen wir das nochmal, was du hier verwendet hast. Hier gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Hess Klangkonzepte bietet da unterschiedliche Hilfsmittel an, eben zum Beispiel auch die Gummischlägel, die ja gerade dann im institutionellen Kontext wichtig sind, auch wegen der Reinigung. Es gibt spezielle Klangschalen wie die Boloschalen mit dem Loch, sodass ich da auch gut gerade an Gelenkpartien und so arbeiten kann. Und ganz wichtig, dass ich einfach ein ganz sicheres Handling der Klangschale habe. Also ich glaube, das ist immer wieder wichtig, egal jetzt ob in diesem oder in anderen Kontexten, das hat absolut Vorrang. Und wenn ihr euch da mehr interessiert für das Thema Hilfsmittel für die Klangmassage, da hat der Jelko Flachowicz für uns einen wunderbaren Klangabend gestaltet. Da findet ihr die Aufzeichnung auch auf unserem YouTube-Kanal KlangTV. Danke, Janni. Daniela, es gab hier auch noch die Frage, du hast ja die Kissen, die du hier verwendest, selber genäht, was du für ein Füllmaterial verwendest und wo man das bekommt. Also ich habe ganz pragmatisch bei unserem A-Punkt-Punkt-Punkt-Händler, der überall hin liefert, habe ich Styroporkugeln bestellt. Und die gibt es das ist ein Liter. Und ich war dann so frei und habe mir zweimal 420 Liter bestellt. Dann kam ein LKW mit Riesenkartons, wiegt nichts. Aber ich habe mir dann halt auch ein großes Klangbett gemacht. Hab Kissenbezüge genommen, zwei Stück, also gegenverkehrt zugemacht, dass mir nicht jemand das vielleicht aufmacht aus Versehen und da das dann rauspurzelt, ist eine Riesensauerei, aber es lohnt sich. Und das ist halt, ja, also die Kügelchen gibt es in unterschiedlichen Größen und kosten nicht wirklich viel. Also kann man sich gut selbst das machen. Auch kleine Kisschen für unter die Hände oder sowas. Also ich habe da mehrere, ich habe jetzt nur die zwei gezeigt, aber seid da kreativ, das ist echt cool. Mhm. Was ich noch gesehen habe, das war eine Frage, das Urvertrauen-Tuch war eine Frage im Chat. Ich habe gesagt, das heißt tatsächlich, bei Hess Klangkonzepte gibt es das auch. Die Emily, die verwendet das auch in ihren Urvertrauen-Seminaren und das ist ein ganz dünnes Baumwolltuch, großes und fühlt sich auf der Haut schön an und wenn ich zu Gästen gehe, ist ganz oft so, egal welche Jahreszeit, viele sind in kurzen Ärmeln und schwitzen einfach ganz viel. Ja, und dann habe ich das lieber dabei. Und wenn sie nichts selber sowieso da haben, viele haben auch ihre Lackungssachen da, ihre eigenen. Aber ich bringe trotzdem immer noch was mit. Und gut, dann wasche ich es halt, aber das ist kein Thema. Das ist auf jeden Fall, ja, total schön, ja. Ja, und ermöglicht natürlich dann auch in der Kombination jetzt mit dem Kissen einfach ein ganz anderes Handling.
Ja, und wenn ich zu Hause oder wenn ihr zu Leuten geht, ich gucke auch immer, was ist da? Also je nachdem, manchmal sitzen die Leute auch auf der Couch irgendwie, ne? Oder liegen, halb sitzen, halb liegen. Ich gucke einfach, was ist da, was sind für Kissen da, was kann ich nehmen, was liegt da rum, was kann ich verwenden. Manchmal ein Handtuch zusammenrollen oder einen kleinen Waschlappen oder so, irgendwas, wenn ich jetzt, wenn mir irgendwas fehlt. Ja, klar, nicht jeder hat diese große Auswahl an Lagerungsmaterial und da kann man einfach auch mal kreativ sein und gucken, Ganz genau. was kann ich alternativ verwenden. Ja, ich würde jetzt mit euch beiden gerne in das zweite Video reinschauen. Der zweite Praxisteil ist ein Klangangebot, wie man es im Liegen gestalten könnte. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend, hier zu gucken, wie du da die Elemente kombinierst. Und da bitte ich den Janni, dass er uns jetzt das zweite Video einspielt. In meinem nächsten Video zeige ich ein Beispiel für eine Klangentspannung in Rückenlage, genauer gesagt in Oberkörperhochlagerung. Wir kommen ja ganz oft zu Gästen, die eben im Bett liegen und da müssen wir schauen, müssen das Klangangebot, was wir machen, anpassen eben an die Gegebenheiten. Die Gäste liegen auch nicht immer in Rückenlage, manchmal liegen sie auch seitlich. Dann müssen wir entsprechend das Ganze anpassen. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein Beispiel in Rückenlage. Genau. Ich habe hier wieder mein Kugelkissen, das habe ich auf die Füße gelegt, darauf die Universalschale. So dass ich wie bei einer Klangmassage auch mit den Füßen beginne. Dadurch, dass das Kissen da liegt, ist es nicht so schwer. Und dann mache ich die Klangmassage in der Aura. Ich beginne in Höhe des Solarplexus mit der Beckenschale. Und halte eben die Beckenschale über dem Bereich, wenn zum Beispiel da eine Magensonde ist oder sowas. Ich kann die Schale nicht aufstellen. Dann halte ich sie eben über dem Bereich. Und genauso den Unterbauch. Ich kann auch variieren. An manchen Stellen kann ich es aufstellen. Wo das der Fall ist, mache ich das. Und da, wo es eben nicht geht, nehme ich die Klangschale in die Hand. Dann nehme ich die Herzschale, gehe in den Bereich der Brust, schläge dort die Herzschale an. Das kann ich hier natürlich auch ausdehnen. Ich kann auch über den Bereich, den Kehlkopfbereich gehen. In meinem Fall bin ich für weniger ist mehr. Und bleib einfach in der Mitte oder in der Mittelachse. Und jetzt zum Schluss wieder die Universalschale, Quatsch, die Beckenschale. Über dem Solarplexus. Je nach Zeit könnt ihr das natürlich entsprechend ausdehnen oder verkürzen. Und hier habe ich jetzt wieder die Arme abgedeckt und ein Beispiel, ich mit der Universalschale eben im Liegen dann eine Entspannung mache
für die Arme. Beginne dann auch wieder auf der rechten Seite, sofern alles in Ordnung ist. Und bahne dann, gehen in bahnenden Arbeiten mit der Universalschale vom Oberarm über den Unterarm und dann über die Hand. Und so dann genauso auch auf der linken Seite. Dazu nehme ich den Saugheber wieder zur Hilfe. Und kann so dann wohltuende Entspannung für die Arme schenken. Ja, liebe Daniela, vielen Dank für diesen zweiten Praxiseinblick, der jetzt einfach auch nochmal gut gezeigt hat, wie man das im Liegen dann machen kann und auch hier eben verschiedene Klangelemente kombiniert und auch unterschiedlich einsetzen kann. Ihr habt uns ja für den heutigen Abend jetzt vor allem Praxistipps mitgebracht, was man mit einer Klangschale machen kann. In eurer täglichen Arbeit arbeitet ihr aber auch mit mehreren Klangschalen, oder? Anne-Rose, wie ist das bei dir? Ich habe das Material im Hospiz. Ich arbeite tatsächlich mit mehreren Klangschalen. Um die Schalen überhaupt aber erstmal vorzustellen, benutze ich erstmal nur eine. Und auch mit nur einer Schale kann man ganz, ganz fantastische Entspannungszustände hervorrufen, sodass gar nicht groß Equipment nötig ist, gerade wenn man von außen auch in Einrichtungen geht, sodass man einfach auch nicht so viel zu transportieren hat zum Beispiel. Mhm. Wenn die Möglichkeit da ist, finde ich natürlich mehrere Schalen sehr angebracht, weil da sind nochmal andere Techniken möglich. Das Klangbett oder überhaupt einen Klangraum zu schaffen, ist mit mehr Schalen einfach angenehmer, als nur mit einer das Ganze zu bespielen. Da braucht man einfach mehr dafür. Und das ist ganz großartig. Gerade wenn Gäste liegen und ich sie dann im Klang einhülle, ganz viele schlafen mir darunter auch ein und sind, die Atmung vertieft sich, der ganze Körper, also es ist wirklich sichtbar, wie die Spannung rausgeht, wie die Muskeln sich lockern. Und oftmals ist hinterher ein Frieden im Raum, in der Atmosphäre, der ist einfach für alle angenehm. Sowohl für mich als Gebende, als auch für Empfangende. Entschuldigung. Der Frieden ist immer gut, würde ich sagen. Und da tun natürlich mehrere Schalen gut. Ja, Anne-Rose, du hast es angesprochen und Daniela, ich glaube, bei dir ist das in der Praxis auch so, dass ja oft dann nicht nur die Klienten oder Gäste im Raum sind, sondern auch Angehörige und dass die dann einfach von dieser Situation mit profitieren oder dass man sagt, es ist gerade eine Qualitätszeit, die man in dieser herausfordernden Zeit, die ja gerade wenn das ein Prozess über viele Monate oder gar Jahre ist, der ja auch gerade in der häuslichen Pflege unglaublich herausfordernd und anstrengend ist, dann können Klangangebote da einfach eine ganz besondere Zeit miteinander schenken. Wie erlebst du das in der Praxis, Daniela? Absolut. Also ich gehe überwiegend nach Hause und dann ist das so, dass es, ich bin auch fürs Kinder- oder Jugend, in der Kinder- und Jugendhospizarbeit. Und dann sind es auch die Mamas, denen ich eine gute Zeit schenke. Es ist, wenn ich auch bei Paaren, also wenn der Partner oder die Partnerin oder manchmal die Tochter, also die pflegende Person dabei ist, das ist, wenn sie sich nur hinsetzt und die paar Minuten einfach sich hinsetzt und genießt die Klänge mit, wenn es klappt, manchmal versuchst du auch mit einzubeziehen.
in die Klangmassage. Also, dass ich so, ja, wenn ich während ich umbette oder während ich die Schale wechsle, vielleicht, dass ich dann auch mal dahin gehe und dahin, der Klang ist im Raum und dann kriegt jeder so ein bisschen was ab und das ist total schön. Ja. Ja, was natürlich dieses ganze Thema der Sterbebegleitung auch mit betrifft, das ist die Trauerbegleitung. Das ist nochmal ein extra Thema, das jetzt den Abend sprengen wird. Ich möchte es aber hier nur ganz kurz anreißen, weil hier auch die Frage kam, was man machen kann. Hier gab es eine Meldung, wo die Nichte ein Baby verloren hat in der Schwangerschaft und wie man hier begleiten kann. Wie gesagt, das sprengt jetzt hier ein bisschen den Rahmen und deshalb möchte ich euch da gern verweisen. Es gibt einen sehr schönen Beitrag von der Beatrix Wehle, die auch selber Trauerbegleiterin ist, in eigener Praxis mit Klang arbeitet und auch Weiterbildungen am PHI da anbietet. Das findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. Ich stelle euch da auch gleich den Link hier in den Chat, schaut da einfach mal vorbei, da kriegt ihr auch ganz viele Anregungen, was ihr selber tun könnt, auch als Angehörige oder als Betroffene mit nur einer Klangschale. Das ist sicher für viele da nochmal ein ganz wertvoller Beitrag, wo es viele Praxistipps gibt. Und bei euch zwei wird das wahrscheinlich auch so sein, dass das ein Thema ist, das natürlich aufs Engste mit der Sterbebegleitung verbunden ist, oder Anne-Rose? Ja, die Begleitung Angehöriger ist auf alle Fälle ein großer Teil meiner Arbeit, zusätzlich zur Pflege tatsächlich. Manchmal sind Angehörige gerade bei uns im Hospiz, wo die finale Phase deutlich absehbarer ist und teilweise unter dramatischen Zuständen geschieht, nochmal eine ganz andere, als wenn es zu Hause oder im Pflegeheim ganz langsames Abschiednehmen ist tatsächlich. Ich habe Gäste, die haben gar keine Angehörigen mehr. Da bin ich wieder auf andere Art und Weise gefordert, die gut zu begleiten. Dann habe ich Angehörige, die haben sehr dysfunktionale Familienverhältnisse, aber die Angehörigen kommen. Auch das ist wieder eine andere Art von Arbeit, die nicht einfach zu bewältigen ist und mir sehr viel Kreativität abverlangt. Dann habe ich wieder Angehörige, wo die einfach zauberhaft sind. Wo ich ins Zimmer eines Sterbenden komme und denke, oh, hier ist schön, hier bleibe ich einfach. Also ich habe wirklich alle Aspekte des menschlichen Lebens bei mir. Und deswegen sage ich auch gerne, Sterbebegleitung ist Lebensbegleitung. Wir begleiten unsere Gäste, bis sie tot sind. Und so lange leben wir. Bis wir tot sind, leben wir. Auch im Sterben leben wir. Und erst wenn der Körper nicht mehr atmet und das Herz nicht mehr schlägt, wenn wir tot sind, dann leben wir nicht mehr. Das klingt so banal und merkwürdig, aber es ist tatsächlich so. Bis wir tot sind, leben wir, auch wenn wir sterben. Das sind nochmal ganz unterschiedliche Zustände, durch die unsere Seele und unsere Körper gehen. Und das gut zu begleiten, funktioniert hervorragend manchmal und geht auch manchmal in die Grütze. Und das müssen wir dann auch tatsächlich so stehen lassen. Und auch Familienangehörigen. Jeder von uns tut sein Bestes. Und manchmal ist es nicht ausreichend. Und das ist das Leben. Und das ist das Leben. Und auch da können dann die Klänge auch helfen, das anzunehmen, so wie es ist. Also auch da können sie uns unterstützen, auch uns selber als diejenigen, die da auch anbieten und da vielleicht auch oft einen anderen Wunsch hätten für das Gegenüber. Und da auch mit sich selber dann auch in Frieden zu schließen, dass das, was man tut, auch genug ist und gut ist, ja. So wie es ist. Ja, und manche Sachen müssen wir einfach so stehen lassen, wie sie sind. Ich merke, es ist ein unglaublich vielfältiges Thema und es gäbe so vieles zu besprechen. Ich würde jetzt gerne noch ein paar von den Fragen aufgreifen, bevor wir noch
uns auf eine Abschlussmeditation freuen dürfen, Daniela, die du für uns vorbereitet hast. Ich habe nur den Blick so auf die Uhr und möchte die Zeit so einigermaßen halten. Deshalb würde ich mich jetzt hier ein bisschen kürzer fassen. Also es gab einmal die Frage an dich, Daniela. Hier arbeitet jemand mit einem behinderten Mädchen von 5 Jahren, was du jetzt gerade mit Kleinkindern für Klangschalen verwendest in der Arbeit. Also ich nehme tatsächlich, ich nehme immer das Set mit, ja, und nehme, aber jetzt in dem Fall, kommt mir spontan dann auch, würde ich die Universalschale nehmen, mit dem Luftballon zum Beispiel, also mit dem Luftballon dabei, sodass die Klangschale nicht, also mein Gast jetzt kann zum Beispiel, kann das nicht in die Hand nehmen oder so, oder kann auch die Hand nicht so halten, dass ich die aufstellen kann. Da habe ich den Luftballon als Medium dazwischen. Mhm. Und dann ist das schon mal, dann ist auch so die Neugier da, schon mal so dieses, okay, was ist das? Das fühlt sich schon mal wieder anders an. Also das ist eine gute Idee. Oder auch mit so Flummis. Flummis nehme ich auch manchmal mit. Also den Klang zu erzeugen, indem ich so ein Flummi in eine Klangschale, in die Universal, also ich nehme jetzt mal die Universalschale als Beispiel, geht natürlich mit jeder. Und lass den Flummi da drin kreisen, wenn ich die Schale kreise, und dann macht der ja auch einen Klang. Und so hat mein Gegenüber, ich sag mal, auch einen optischen Reiz nochmal, weil es da bei Kindern ist ja nicht unbedingt immer das Aufstellen gefragt. Oder ich lasse auch manchmal, also wenn ich sie rumdrehe und oder dass ich selber den, ich habe so einen kleinen Doppelschlägel, wo man sich nicht, so einen Kinderdoppelschlägel, der ist kurz und also wo ich denke, man kann sich nicht unbedingt verletzen, ja, und so dass sie dann auch versuchen können, selber die Schale mal anzuschlägeln. Ne? Also so, ich versuche einfach dann so ein bisschen Anreize zu setzen, auch was auszuprobieren. Ich gucke auch, was geht, und manchmal geht leider nicht so viel. Mhm. Aber dann ist halt Kreativität gefragt, ja. Mhm. Eine letzte Frage vielleicht noch. Wie sind eure Erfahrungen so mit der interdisziplinären Zusammenarbeit? Hier gab es die Frage, arbeitet ihr auch mit Seelsorgern zusammen? Anne-Rose, du hast es vorher auch angesprochen, oder war es jetzt Daniela, dass ihr auch in Zusammenarbeit mit Therapeuten auch Angebote macht? Ich glaube, Daniela, du warst es. Also bei uns, wir werden auf jeden Fall, wir haben im Hospiz, wir haben immer regelmäßig auch Supervisionen, sodass wir für uns gucken können auch. Und natürlich auch Pfarrer oder alle möglichen, also das ist so ein ganzes Netzwerk, an Menschen, die eben helfen können oder die man auch mit ins Boot holen kann. Mhm. Was jetzt über das Hospiz zum Beispiel angeboten wird. Mhm. Also da gibt es ja auch viel Unterstützung, also also ich weiß es jetzt eben nur von den ehrenamtlichen Hospizen oder von den ambulanten Hospizen, so ist es ja, dass da auch für Menschen ganz viel möglich gemacht wird, auch an Therapien oder sowas, also was sich vielleicht sonst die Leute so gar nicht leisten können. Also so eine Hospizarbeit, die ist schon weit, weit gefächert. Es geht nicht nur um das Besuchen, da wird auch ganz viel möglich gemacht, Wünsche erfüllt, auch nochmal verreist und so. Also das Netzwerk ist da groß. Mhm. Ja, ihr seht, die Anne-Rose und die Daniela, die haben da wirklich eine Fülle an Erfahrungen und an Wissen, und die geben sie auch in ihrem Seminar weiter. Der Janni blendet uns vielleicht mal kurz die Folie 4 ein für alle von euch, die das interessiert. Ihr bietet das Seminar Klang in der Sterbebegleitung an. Jetzt gucke ich mal eben, wo ich den nächsten Termin aufgeschrieben habe. Der nächste Termin ist, soweit ich weiß, im Dezember. Daniela, 8. bis 10. glaube ich.
8. bis 10. Dezember in Weilroth. Also da, wenn euch das interessiert, guckt einfach mal auf der www.peterhessinstitut.de. Ich schreibe euch das auch gerne nochmal hier in den Chat. Das ist ein Seminar wirklich jetzt eher für Leute, die schon Erfahrung mit Klang haben. Also deshalb auch die Voraussetzung Klangmassage 1 und 2. Weil wie wir jetzt gerade gesehen haben, geht es da ganz viel, wie kann ich kombinieren, um da Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse zu machen. Ihr habt uns aber auch ganz tolle Tipps mitgebracht für Menschen, die jetzt da sagen, ich möchte mich dem Thema Tod und Sterben überhaupt widmen. Besonders interessant fand ich es, dass es Kurse zur letzten Hilfe gibt. Ich kannte das nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Janni, magst du uns da die Folie einblenden? Das müsste die Nummer 7 sein. Und zwar ist es ähnlich wie die Erste-Hilfe-Kurse ein Angebot, das es in ganz vielen Orten gibt und das zum Beispiel über VHS angeboten wird. Oft sind das mehrere Termine, in der Regel so 4x45 Minuten. Die Träger gucken auch, dass das kostenfrei ist oder nur einen kleinen Beitrag hat, eben wie die Erste-Hilfe-Kurse. Ganz spannende Sache, wo man sehr viel rund um das Thema Sterben und Tod erfährt. Etwas, was ich glaube, uns allen unglaublich gut tut, denn es hilft uns zu leben. Je mehr wir uns mit dem Thema Sterben und Tod auseinandersetzen, desto mehr können wir vielleicht auch im Leben gut da sein. Und dieser letzten Etappe im Leben auch gelassener begegnen, nicht mit so viel Ängsten, wie das oft der Fall ist. Dann habt ihr uns auch Buchempfehlungen mitgebracht. Vielleicht können wir da auch kurz reingucken. Das ist die Folie 5.1. Janni, mögt ihr da dazu was sagen? Anne-Rose, magst du uns vielleicht da kurz einen kleinen Einblick geben, was das für Bücher sind? Ja, also Geborgen im Grenzenlosen von Lisa Freund. Es geht darum, tatsächlich sich auf sein eigenes Sterben vorzubereiten, auch mit dem Loslassen von Dingen, Glaubenssätzen, Freundschaften, Angehörigen. Das ist sehr spannend tatsächlich. Das Weiße Herz von Jack Kornfield ist eine buddhistische Betrachtungsweise, Meditation, viele, viele verschiedene Dinge, die ich einfach als zur Persönlichkeitsentwicklung aber ganz, ganz fantastisch finde. Das sind mehr so Fachbücher, würde ich sagen. Die nächsten drei, das waren auch so meine Tipps, das sind eher Romane. Die Rosa Hälfte des Himmels, da hat mich besonders die Figur der Großmutter angesprochen, die sich tatsächlich auf ihren Tod vorbereitet und das einübt. Und es ist ein großartiges Buch. Es ist vielleicht ein bisschen Trivialliteratur, ich fand es aber ganz, ganz fantastisch. Marianengraben von Jasmin Schreiber über einen pathologischen Trauerprozess und wie der vielleicht zu bewältigen ist, auch ein Roman. Ganz wunderbar geschrieben mit sehr poetischen Worten. The End von Erik Brede, ein sehr interessanter Typ, war Musikproduzent, hat richtig, richtig viel Geld verdient und hat sich mit Mitte 30 nochmal entschieden, Bestatter zu werden. Und ist von einer riesen Penthouse-Wohnung in Berlin in eine klitzekleine WG gezogen, weil er keine Kohle hatte. Und möchte. Ja, hatte so den Wunsch, das Bestatterwesen und die Trauerkultur ein bisschen aufzumischen und vielleicht zu verändern, so dass es normaler ist, sich mit Tod, Sterben und dem Trauern auseinanderzusetzen. Auch eine sehr, sehr coole Type, der auch einen fantastischen Podcast hat mit verschiedenen tollen, tollen Leuten. Die anderen zwei Sachen kenne ich nicht, da würde ich das an Daniela weitergeben. Das sind Bücher von der Marion Jettenberger, die selber ist Palliativ-Care-Fachkraft und die hat eben, ja, die schreibt aus ihrer Sicht eben und aus ihren Erfahrungen, die sie aus ihrem Berufsalltag, die sie da mitbringt und das ist so sehr praxisnah. Da geht es wirklich so um das, was Sterbende auch von sich geben. Was die Wünsche sind, was Versäumnisse sind.
Also alles, was Sterbende ihr so erzählt haben oder erzählen, schreibt sie auf. Und sie hat etliche Bücher. Ich habe jetzt nur da zwei angegeben. Genau. Hier gibt es auch im Chat noch zwei Tipps. Einmal Geschichten und Texte. Lasst uns endlich leben. Von Alvin Pessens-Dietschy würde ich das jetzt mal lesen. Und das andere Lichtblick-Text für mittelgute Tage von der Susanne Niemeyer. Das möchte ich gerne hier nochmal weitergeben, auch an unsere Teilnehmer, die via Livestream auf Facebook dabei sind. Und jetzt noch einen ganz kleinen Blick. Ihr habt uns auch zwei, drei Filmempfehlungen mitgebracht. Janni, wenn du uns die mal eben einblenden magst. Mögt ihr dazu noch was sagen, Anne-Rose? Ich weiß nicht, ob die von dir waren. Ja, zu Dienstags bei Murray und Momo kann ich nur sagen, die Bücher sind fantastisch. Die kann man sich einfach richtig gut mal zu Gemüte führen. Gerade Momo unter dem Gesichtspunkt, die grauen Männer, das ist die Zeit und das Sterben. Und die nehmen uns die Zeit weg. Und gerade im Sterben müssen wir ganz viel loslassen. Und wie gehe ich mit diesem Verlust um des Loslassens? Weil ich habe keine Kontrolle darüber, wie mein Körper seine Funktionen einstellt. Und das ist ganz spannend. Und Oskar und die Dame in Rosa, das würde ich auch wieder an Daniela weitergeben. Da habe ich keine Ahnung. Das ist auch ein wunderschöner, sehr emotionaler Film. Es geht um einen kleinen Jungen, der sehr krank ist. Und die Familie verheimlicht ihm das aber. Also er ist in der Klinik, er merkt, es stimmt was nicht. Und die Familie sagt ihm das nicht. Er kriegt es dann irgendwann mit. Und dann diese Dame in Rosa, die begleitet ihn bis zum Schluss auf eine wundervolle Weise. Und das ist sehr, 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 sehr sehenswert. Auch hier gab es noch einen Tipp aus dem Chat, nämlich das Beste kommt zum Schluss. Ein, wie ich finde, ganz wundervoller Film, der hier sehr gut zum Thema passt. Und nun, ihr Lieben, wollen wir natürlich auch für uns noch Klang genießen. Und ich freue mich sehr, euch jetzt eine Klangreise ankündigen zu dürfen, die Daniela für uns aufgenommen hat. Eine Klangreise, wo es ums Wohlfühlen geht. Und es ist auch eine Klangreise, wie man sie in der Sterbebegleitung vielleicht anbieten könnte. Aber jetzt hier steht unser Wohlgefühl im Mittelpunkt. Und so wünsche ich euch jetzt einen ganz tollen Klanggenuss. Macht's euch bequem, stellt die Lautstärke eures Notebooks oder PCs gut ein und genießt jetzt einfach noch diese wunderschöne Fantasiereise, die Daniela für uns vorbereitet hat. Mach es dir auf deinem Platz gemütlich. Lege oder setze dich bequem hin, so dass du es für die nächsten 10 bis 15 Minuten richtig bequem hast. Langsam ganz hier und bei dir an.
Wo berührt dein Körper die Unterlage? Liegst du bequem? Oder möchtest du deine Position noch einmal verändern? Für einen Moment beobachte einmal ganz bewusst deinen Atem. Wie er in den Körper einströmt und ihn wieder verlässt. Immer wenn dich deine Gedanken ablenken, fokussiere dich wieder auf deinen Atem. Und vielleicht nimmst du wahr, wie du mehr und mehr entspannst. Ich möchte nun mit dir zu dem Ort deines größten Wohlgefühls reisen. Kannst du dir vorstellen, wo dieser Ort ist? Schließe gerne die Augen, denn dann bist du noch mehr bei dir. Wo ist der Ort deines größten Wohlgefühls? Das kann in deinem Körper sein, das kann aber auch im Außen sein. Fokussiere dich einfach auf dieses Gefühl, auf dieses wohlige Gefühl.
Vielleicht hat dieses Gefühl auch einen besonderen Duft. Wie klingt dieses Gefühl? Wo ist der Ort dieses größten besonderen Wohlgefühls? Stell dir nun vor, dieses wohlige Gefühl hüllt dich und deinen Körper komplett ein. Nährt dich. Dieses wohlige Gefühl entspannt dich. Überall dahin, wo es gebraucht wird. Das wohlige Gefühl fließt in all deine Zellen. Deine Wirbelsäule,
wisse, dass immer, wenn du es brauchst, du dir dieses wohlige Gefühl jederzeit zurückholen kannst, um Kraft und Energie zu tanken. Langsam und in deiner Zeit kannst du wieder hierher in den Raum zurückkommen, den Raum, in dem du bist. Du nimmst den Platz wahr, auf dem du sitzt oder liegst, die Tageszeit. Du kannst deine Hände bewegen, deine Füße. Du kannst dich recken und strecken, um dann wieder frisch, klar und entspannt hierher zurückzukommen. Ja, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Klangreise. Ein wirklich herrlicher Abschluss eines ganz fantastischen Klangabends. Ein ganz großes Dankeschön an euch beide für all die Impulse, die Praxistipps und das Miteinanderteilen. Auch an euch hier, die ihr im Chat so mit dabei wart und eure Erfahrungen geteilt habt. Ich finde, das ist immer, also mich beglückt das immer sehr, wenn wir hier so zusammen sind und einfach so in ein Thema einsteigen können und sehen, wie viel möglich ist und wie viel wir auch mit den Klängen in den unterschiedlichsten Bereichen einfach anbieten, erreichen, bewegen, wie auch immer können. Ja, vielen, vielen Dank. Daniela, ich freue mich sehr, weil wir zwei, wir treffen uns im März. Im März ist nämlich unser Klangkongress und ihr glaubt es nicht, wir feiern 40 Jahre Peter Hess Klangmassage. Ich freue mich schon riesig auf diesen Jubiläumskongress. Es gibt auch 35 Jahre Hess Klangkonzepte und 25 Jahre unseres Verbandsbestehens vom Internationalen Fachverband Klangmassagetherapie zu feiern. Und ich freue mich sehr, denn Peter wird bei diesem Kongress aus seinem neuen Konzept der Klangtransformation ganz viele Klangmeditationen mitbringen, die wir über die Kongresstage genießen dürfen. Es gibt eine Fülle an Impulsvorträgen. Professor Thilo Hinterberger ist wieder dabei und wird uns da auch Einblicke geben über die transformierende Kraft der Klänge. Also wenn ihr es einrichten könnt, seid dabei live in Gersfeld in der Rhön oder auch online. Der Kongress wird in Deutsch stattfinden, es wird aber auch eine englische Übersetzung geben. Also guckt da einfach mal vorbei auf www.klangkongress.de oder www.soundkongress.com und schaut euch das Programm an. Vielleicht wollt ihr dabei sein. Und schön wäre es auch, wenn ich euch bei unserem nächsten Klangabend hier wieder begrüßen darf. Der ist am 12. Oktober. Und da dürfen wir die Helga Montag begrüßen und es wird darum gehen, wie wir Klang und autogenes Training kombinieren können. Es gibt ja da auch unglaublich viele Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Entspannungsverfahren und so dürfen wir uns da sicher auf einen sehr spannenden Klangabend freuen. Ja, und damit ihr nichts mehr verpasst von unseren Terminen, von unseren neuen Videos und vielen Informationen, die wir ständig für euch vom Verband bereithalten,
Folgt uns gerne auf den sozialen Medien, allen voran Facebook und Instagram, aber natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal KlangTV. Schaut da mal vorbei, da gibt es ganz, ganz viele Praxisimpulse. Es gibt aber auch viele Klangmeditationen, angeleitete Klangübungen und so vieles mehr. Ja, ihr zwei, ich übergebe euch das Wort hier nochmal, Anne-Rose. Danke für die Möglichkeit, meine Arbeit vorzustellen. Im Seminar gäbe es noch viel, viel mehr Informationen, andere Informationen. Das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Ich möchte euch die Sterbebegleitung ans Herz legen. Es ist ganz normal und ich wünsche mir, dass das viel mehr im normalen Leben stattfindet, tatsächlich. Und dass es einfach normal ist, genau wie Trauer normal ist. Und Geburt normal ist und Freude normal ist. Das wünsche ich mir. Und deswegen kommt alle vorbei, macht ein super Seminar, es macht richtig viel Laune und wir lachen eine Menge. Danke. Ja, auch von mir. Dankeschön für den Abend. Danke, Christina. Für alles, für all die Vorbereitung. Und Anne-Rose und auch alle, die geschrieben haben. Ich hatte jetzt so währenddessen mal die Gelegenheit, habe da so ein bisschen reingeguckt. Ich habe echt gerade so gedacht, okay, eigentlich müsste man sich so ein bisschen noch vernetzen, um so vielleicht, wenn es jetzt so konkret wird, dass man da nochmal über das eine oder andere spricht, weil das kann hier ja gar nicht alles aufgegriffen werden. Aber das ist schon ein Thema, was sehr riesengroß ist. Also das umfasst so viel. Und ja, also da würde ich auch vom Institut her gucken, was wir da vielleicht irgendwie mal machen können. Ich bin ja im Büro, zwar zu Hause, von zu Hause, aber im Büro tätig und ihr dürft euch auch gerne melden und wir können vielleicht auch irgendwie, gucken wir mal, wie das machbar wäre. So eine Vernetzung. Wenn das Interesse da ist, können wir ganz gerne vom Fachverband aus einen Abend für unsere Mitglieder anbieten, wo wir uns hier im Zoom-Raum treffen, um uns wirklich gemeinsam auszutauschen, dann vielleicht auch mit Video und Ton, ohne dass das öffentlich übertragen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr bereichernd wäre, hier wirklich ins Gespräch und in den Austausch zu gehen. Absolut. Absolut. Also da sind so viele Sachen jetzt aufgetaucht, was ich jetzt so gelesen habe. Ich denke, dafür ist auch meine Aufregung zu groß und gleichzeitig schreiben und mich darauf konzentrieren, gar nicht. Und ich aber das wäre eine tolle Idee, wenn das über einen Fachverband geht. Das ja, das können wir gerne. Das können wir gerne machen, dass wir da einfach vielleicht im nächsten Jahr, jetzt ist schon September, meinen Termin ansetzen und vielleicht auch nach eurem Seminar und dann haben die Teilnehmer da auch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Das wäre sicher eine sehr spannende Geschichte. Und ich finde überhaupt, es ist so unglaublich viel Fachwissen, so viel Erfahrung, so viel berührende Berichte, die ihr alle da draußen in der Welt mit Klang sammelt. Ich kann euch da wirklich nur immer wieder einladen. Schreibt es auf, sprecht es uns auf Video, wie auch immer euer Medium ist. Ich freue mich über jeden Beitrag, der uns erreicht. Da schickt es gerne an redaktion@fachverband-klang.de oder auch an mich, christina.koller@fachverband-klang.de. Und wir sind da immer auf der Suche nach Beiträgen, die wir auch auf unserem Blog Die Welt des Klangs auch veröffentlichen. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp hier. Da findet ihr auch ganz viele wertvolle Erfahrungen und Praxistipps. So, und jetzt ist aber Schluss. Wir haben eine halbe Stunde überzogen, aber es war einfach so schön. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die heute hier dabei waren. Und wer noch nicht genug hat, wie immer bei unseren Klangabenden, spielen wir jetzt noch ein Stück von der CD Advanica von Peter Garbis ein. Da könnt ihr nochmal den Klängen lauschen und einfach den Abend vielleicht nachwirken lassen. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwo wiedersehen, wiederhören und wünsche euch bis dahin einfach eine wundervolle, klangvolle Zeit. Macht's gut! Tschüss!